So. Mal schön segeln. 27 Meter. Irgendwo hier. Ist auf jeden Fall im Erdgeschoss. Bis wir uns mit irgendjemandem treffen. Da können wir rüber. Ah, guck mal. Die warten hier schon im Tower. Wartet schon auf dich, Pilger. Habe ich hier ein Bettchen? Das ein Bettchen wäre natürlich maximal genial. Aber hier ist schon ein Bett. Ich sehe es schon. So. Ich gehe auch gleich direkt zweimal schlafen, bevor wir irgendwas machen. Weißt du, dann wird es dunkel, dann wird es wieder hell. Und dann haben wir hoffentlich genug Zeit, diesen Turm zu erklimmen. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Parcoursfähigkeiten sollten eigentlich ganz gut sein. Haben wir eigentlich massiv gelevelt. Oh Gott. Oh mein Gott. Na, was geht? Stroh is the only one. Schön, dass du wieder reinschaust, mein Lieber. Wie geht's, mein Lieber? Hallöchen. Wie ist es? So, jetzt ist wieder hell. 8 Uhr haben wir es. So, mal Licht anmachen. Und jetzt sprechen wir mal hier mit dem Dude. Los geht's. So ein bisschen Strom macht doch ein schönes Leuchten hier. Aber die Scheiße. Oh, danke schön, Strom. Super, danke. Fest. Mir geht's richtig. Die kriegen keinen Strom, wie es scheint. Das Gebäude ist doch seit Jahren ohne Strom, oder? Wir müssen die Relais prüfen. Na, wenn du nicht ein verficktes Genie bist. Die Jungs sind schon in der Dark Zone und arbeiten dran. Sie suchen den Verteilerraum im kleineren Turm neben diesem hier. Wenn meine Männer die Aufzüge zum Laufen kriegen, fahren wir einfach hoch und... Leck mich am Arsch. Hier ist Ruhe. Der Strom ist wieder weg. Die Zentrale sagt, das Umspannwerk läuft 1A. Es muss hier sein. Leon, wir haben hier in der Haupthalle einen Ausfall. Ihr auch? Jawohl. Wir sitzen wieder im Dunkeln. Verdammte Scheiße. Raus da, sofort! Verstanden? Boah, es wird dramatisch, Leon. Leute. Wir suchen noch... Lass es sein und raus da. Jetzt! Leon! Leon! Scheiße. Ich muss dahin. Ich komm mit. Sie haben sich aufgeteilt zwischen Korridor A und B. Ich nehme A. Du gehst durch die Aufnahmestudios. Schon unterwegs. Gut. Wenn du vor mir da bist, hol sie da raus, bevor es zu dunkel wird. Und pass auf dich auf. Als Leiche nützt du uns nichts. Okay, es geht los. Warte, wir kommen dich holen. Eieieiei. Alles klar, warum ist meine Taschenlampe aus wieder? So, Taschenlampe an. Ziel aktualisiert, Übertragung. Wir müssen hier rein wahrscheinlich. Ich rede mal mit ihm. Hier lang hin. Korridor B. Viel Glück. Das werde ich wohl brauchen, oder? Nimm das. Du brauchst es eher als ich, Bruder. Was ist es? Eine Schusswaffe? Nein. Was hat er mir gegeben, der Dude? Ach, Aufputschmittel, Immunität, sehr gut, sehr gut. Jetzt vielleicht doch ein bisschen doof, dass es jetzt dunkel ist, dass hell draußen ist. So, guck mal, wenn ich das sehe, dann hätten wir vielleicht doch lieber das schneller Klettern nehmen sollen, aber naja. Muss ich denn hin? Okay, alles ist gut. Lass uns hier mal so ein bisschen rumschlawinern. Wieso, was ist... Ja, naja, gut. Was, oder Ark läuft auch ganz viel, ne? Also, das sind alles so Spiele. Also, Horizon wäre vielleicht sogar ein Spiel für mich. Aber ich habe keinen PlayStation 5 leider. Und auf der 4 will ich es ehrlich gesagt nicht spielen. Okay, hier sieht alles gut aus noch. Und so Zombie-Open-World-Spiele. Was Besseres gibt's doch gar nicht, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Okay, also, wir haben hier ein paar Dudes und Dudetten. Du Scheiße, ist natürlich richtig voll hier alles, ne? Ach du Kacke. So, den muss ich einmal ganz kurz wegbessern. Oh mein Gott, was ist das denn für einer? LOL! Brudi! Er hat mich komplett zerfickt. Was ist das denn? Okay. Nochmal. Leute, was war das für ein heftiges Monster? Also ich glaube, da geht's, da muss man, glaube ich, sneaky peeky vorgehen. So, okay, es geht weiter. Hallo Makayo, moin! Ich muss los, echt ruhig. So, hier sind wir ja rein, ne? So, wir müssen hier lang. Oh. Alter, der hat mich richtig zerlegt, der Typ, ey.
Und der geistert da hinten auch irgendwo rum. Ich habe mir gerade gedacht, warum schaut er sich hier nicht erstmal um? Naja. Ich meine, wo. Hier oben können wir lang eventuell, oder? Na, da rutschen wir aber. Da rutschen wir, das ist auch nicht so geil. Da hinten ist der. Also von dem dürfen wir uns auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Okay, wir versuchen uns hier irgendwie vorbeizuschleichen, Leute. Aber ob uns das gelingt, das weiß ich natürlich nicht. Oh mein Gott. Bleib hier schön auf der Kante, Kumpel. Muss ich denn hin überhaupt? Scheiße. Keiner hat mich gehört. Alles ist gut. Oder ist er? Meinst du, der kann mich sehen? Mal lieber in Deckung kurz. Fuck. Lauf bitte weiter. Hinterhalt könnten wir machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber vielleicht ja. Der riecht mich doch. Mach jetzt einfach, ne? Der riecht mich, glaube ich. Nicht nach oben gucken. Ah, ich habe einen Bogen, aber ey, wenn er auf mich zurennt, der 3 Hits, bin ich down, ne? Ich würde ihn gerne anspringen, aber er geht auch nicht weg. Scheint blind zu sein, aber er riecht mich halt. Jetzt habe ich auch keine Option mehr, da irgendwie drauf zu springen. Aber egal, der ist abgelenkt. Dann laufen wir einfach. So. Was? Wie viele gibt es denn von den Typen? Lauf, Lassi, lauf! Gottes Willen. Ich bin in der Lobby. Um Gottes Willen! Die Uhrensöhne haben mich eingekesselt. Ungefähr 20. Ich muss zurück in die Haupthalle. Kämpf dich durch den Warteraum in den Keller durch. Da unten ist der Verteilerraum. Gehen Sie zum Stromraum? Ja gut, also die könnten wir jetzt so auslöschen eigentlich, ne? Sollten wir aber mal ein bisschen metzeln? Alter, wie viele? Wie viele sind das denn? Haben die Hilfe gerufen oder was? Alter, warum springt der denn so? Wer ist das denn? Was ist das für ein Typ? Du musst zu Anklasse kommen, Aiden! Einer noch? Boah, erstmal heilen. Erstmal heilen. Eieieiei. Hier ist was los, Leute. Erstmal ein paar Sachen durchsuchen. Können wir vielleicht auch ein paar Trophäen abgrasen? Da lohnt sich die Armbrust von Picard. Ach komm, scheiß auf die Armbrust. Ich habe auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Und der Bogen ist auch echt gut. Den habe ich aus dem Twitch-Drop. Sind die eigentlich wieder aktiv, Twitch-Drops? Nee, leider nicht. Keine Drops zurzeit, schade. So, hier nochmal ein bisschen was rein snacken. Was haben wir hier noch? Zum Glück nichts verschlossen, weißt du? Also, zumindest nicht mit Schloss und Siegel. So. Und meine Armbrust ist eigentlich auch, also mein Pfeil und Bogen ist auch sehr stark eigentlich. Also dachte ich zumindest. So, wir müssen ein bisschen auf unsere Verwandlung gucken. Guck mal, da ist ein Lüftungsschacht. Komm mal da rein? Nee, oder?
Nee? Okay, okay. Ja, dann müssen wir hier durch. Oh Gott, hier ist eine Lampe. Sehr gut, sehr gut. Bist du Leon? So steht's auf meiner Hundemarke. Wo ist der Rest des Trupps? Die haben uns erwischt. Verdammte Schattenjäger. Meine Geschichte endet wohl hier, Bruder. Sag das nicht. Gibt's noch mehr Überlebende? Na, das nenne ich einen blinden Optimisten. Chris. Er hat sich durchgeschlagen und ist da lang gegangen. Der Ausfall. Ich glaube, das war er. Mach den Strom wieder an. Nur so kriegen wir die Aufzüge wieder zum Laufen. Die Terminals sind im Keller, der beide Türme verbindet. Bitte, nimm diesen Brief und gib ihn meiner Frau. Sie ist auf dem Schiff. Alter, selbstverständlich, Leon. Komm schon, gib ihn ihr selbst. Oh! Ey, der ist hin, der ist hin. Der wurde gebissen, oder? Ja, klar. Du kannst auf mich zählen. Wir nehmen den mit. Der wird's eh nicht schaffen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Halt durch. Ich suche Chris. Weißt du, wenn das schafft, Bro, ist ja gut, aber... Ich weiß, was mit dem Strom passiert ist. Glaub nicht. Ich kümmere mich darum. Ich verbinde die Terminals und bringe den Strom wieder zum Laufen. Hast du irgendeinen meiner Jungs gefunden? Nur Leon und... vielleicht Chris. Der Rest hat's nicht geschafft, Ro. Tut mir leid. Gut. Aber... sei einfach vorsichtig, Aiden. Wir dürfen nicht noch mehr Leute verlieren. Ghost, das ist ja unglaublich nett von dir. Vielen, vielen Dank für den Follow. Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns. Der letzte Wille. Ja gut, also die Mission werden wir jetzt natürlich nicht verfolgen. Wir gehen hier rein. So, wie sieht's aus hier? Oh, ich rieche Hemmstoffbehälter. Ah, hier haben wir noch was. First Aid. Vor allen Dingen, also ich glaube, wir sollten auch mal ein bisschen auf Gesundheit leveln. Ich weiß nicht. Hier geht's auf jeden Fall runter. Aber wir müssen oben lang erstmal, ne? Wir müssen erstmal oben lang. Ah ja, guck mal, da steht schon so ein Dude. Der dreht sich bei unserem Glück bestimmt gleich um. Chris? Ja, wow. Jetzt bohren die hier schon wieder, die Ficker. Ich hasse es. Ich treff nichts. Oh, ich hasse das, dieses hässliche Gebohre. Ich bin froh, wenn ich endlich umgezogen bin hier. Aus dem Ghetto. So, Chris, Hundemarke. Habe ich Erkennungsmarke eingesammelt. Sehr gut. Dann machen wir mal hier den Strom an gleich. Aber erstmal First Aid hier alles. Alles mitnehmen. Alles reinzimmern. Okay, so weit, so gut, Leute. Ich bin hier, aber der Strom lässt sich nicht einschalten. Scheiße. Du musst die Sicherung prüfen. Fuck, Alter. Was ist das für einer? Digga, ich bin nicht vorbereitet auf so einen Kampf. So, wir bleiben erstmal hier oben. Dann können wir dann immer schön runterachsen, weißt du? So. Das ist der VNC Tower, genau richtig. Hallo Anonymous, moin. Ah, komm schon mal auf hier, Aiden. Gib Gas. Da kommt doch gleich einer. Oh, das gestaltet sich jetzt sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Erstmal heilen. Kleinen Wundverband anlegen. Oh, Strom Nummer 1 haben wir. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand von 2 Metern zu allen anderen Personen. Bedecken Sie nur. Ah, kommt mal alle her hier, ihr kleinen Schmusepeters. Ist mir aufgefallen, dass der eine Leon und der andere Chris heißt? Oh mein Gott! Resident Evil! Auf über 100 Grad erhitzte Lebensmittel. Oh, machen wir hier nochmal auf. Oh, da ist irgendwas hinter uns. Oh Mann! Ach, auf jetzt hier, komm. Das Virus kann durch die Luft über Oberflächen und direkten Kontakt übertragen werden. So, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Besuch. Oh, wir haben Strömchen. Strömchen-Melönchen. Ah, schön, schön gegrillt möget ihr werden.
Chico, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ciao. Tausend. So. Oh boy, ey, der ist aber auch hier. Das ist aber auch ein Sprinter hier. Was ist das denn für einer? Vielleicht sollten wir mal die Türen zumachen oder so, weißt du? Komm, ey, mach hin. Komm schon! Gehen wieder hinter zum Strom. Da scheint ein gutes Versteck zu sein hier. Weil viele dann immer durch den Strom durchlatschen, weißt du? Okay, wir müssen hier raus wieder. Oh Mann, ich würde aber am liebsten erstmal alles looten, ne? Weiß nicht, ob hier jetzt gleich noch Dudes kommen. Ja, natürlich kommen hier noch Dudes. Wir müssen hier raus. Alter, wie er springt! So, hier sind die nächste weg hier. Mach doch den Strom an! Bro, okay, Strom ist an. Ich glaube, ich habe die Stromversorgung wiederhergestellt. Hol das Kabel aus dem Verteilerraum und dann raus da. Wer, das funktioniert nicht. Ah, die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Wo soll ich das denn hinbringen überhaupt? Boah. Mach die Scheiße. Oh, Katana liegt da rum. Leon ist weg. Ja, ich weiß auch, wo er hin ist, der gute Leon. Katana, Leute, ja, das nehme ich auf jeden Fall mit hier. Das epische Schwert. Komme ich da auch durch? Nee. Ich muss runter eigentlich hier, ne? Oder? Oh, fick die Hände, ey. Machen wir das am besten, ohne dass wir drauf gehen. Lass los, Aiden. Du musst loslassen. So. Ach hier, da kann ich drauf springen. Sehr gut, sehr gut. So, Kabel sollte noch reichen. 19 Meter nur noch. Ja, die Treppe kann ich nicht nehmen, weil sonst wird das Kabel zu lang, weißt du? Deswegen machen wir's lieber so. Maxi Boy. Okay. Sehr gut. Strom ist erstmal soweit an. Ich will mal ein paar Medics mitnehmen hier. Schon verwirrend, dass hier so viele Medics rumliegen. Die sehen nichts wegen dem krassen Körper. Achso, ja, warte mal. Da müssen wir den krassen Körper mal zur Seite schieben. So, krasser Körper. So, bitteschön. Krasser Körper ist jetzt weiter oben. Jetzt können wir hier rein. Boah, ich habe echt ein bisschen Bammel hier. Oh boy. Oh boy. Das Wasser. Die stehen im Wasser rum. Ist das Streamer IUW? Hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Boah, also ich habe hier echt, ich kriege hier beklemmende Gefühle, ehrlich gesagt, hier drin, ne, in diesem Bunker. 74 Meter, Alter. Aber wir müssen hoch, glaube ich, oder? Ist die Frage, wo wir lang gehen. Vibro, Digi, dankeschön. Vibronym, vielen Dank für den Follow, dankeschön. Die sind eh schon alle down, oder? Kann ich hier irgendwie lang snacken? Ja. 57 Meter. Hier sind, okay, das sind, scheinen alle down zu sein. Ich das auf hier? Natürlich kriege ich es nicht auf. Ich trinke auch gleich, ehrlich gesagt. Oh, fick dir, das gibt's doch gar nicht. Das heißt, wir lassen das Kabel erstmal zurück. Wir müssen erstmal die Tür aufmachen und dann können wir drunter durchtauchen. Ich glaube nicht, dass das jetzt was bringt, das Kabel mitzunehmen. Ich nehme es trotzdem mit. Wir nehmen es erstmal trotzdem mit. Aber es wird nicht. Ich guck mal, es ist schon fast leer. Ja, Kabel lösen.
So, wie kommen wir? Habe ich irgendwas übersehen? Also wir müssen eigentlich müssen wir unten weiter, oder? Ohne Kabel erstmal, ja, ja. Hab ich mir schon fast gedacht, aber da geht's nirgends weiter. Wir müssen mal schauen, dass wir da irgendwie. Guck mal, die Lampe. Die Lampe ist schon an, oh mein Gott. Ja, du kriegst hier nichts auf. Du kriegst hier nichts auf. Ist alles zu. Oh, hier könnte man lang. Ach, guck mal, hier kannst du doch lang schwimmen. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen Luft holen. Und wieder runter, Aiden. Mein kleiner Lümmel. So, und jetzt kriegen wir hier die Tür auf. Digga, ich hab mich komplett verschwommen. Wo bin ich jetzt zur Hölle? Ah, hier geht jetzt die Tür auf. Sehr gut. So. Hey, ich würde auch niemals in meinem ganzen Leben würde ich hier langtauchen. Und schon gar nicht im Dunkeln mit einer Taschenlampe, Leute. Mit irgendwelchen Zombies, die im Wasser schwimmen. Würde ich... Keine Ahnung. Also Ich wäre, glaube ich, kein guter Kandidat für so ein Szenario. So, Kabel haben wir. Kannst du auch schneller schwimmen, Aiden? Geht nicht, ne? Okay, schön langsam. 48 Meter, da unten ist die Anzeige. So, ziehen Sie das Kabel in den Keller, das machen wir. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch eine verschlossene Tür, sieht aber gut aus. So, 16 Meter. Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Wir müssen wieder zurück. Ich habe F gedrückt. Kabel lösen. Ich habe den Kabellösen-Knopf gedrückt. Wieder so ein typischer Lassi, Alter. Das ist unglaublich. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückschwimmen. Oh, boy. Okay, also, Kabel ist hier. Nochmal von vorne. So. Jetzt aber. So, und weg von dieser F-Taste, Lassi. Weg von dieser F-Taste. So, okay, alles klar, alles klar. Das kriegen wir hin. 44 Meter nur noch. 38 Meter. Upsi. Kann ja mal passieren. Weißt du, passiert ja auch den besten Mal, weißt du, sowas. So, okay, dann stöpseln wir es hier rein. Kabel anbringen, ist doch F. Ah, jetzt geht's auf einmal. War doch der richtige Knopf, aber wir waren doch zu weit entfernt, glaube ich. Gut, die Aufzüge funktionieren. Perfekt, ich hab's geschafft. Soll man eine Medaille erhalten, Pilger? Noch nie. Ich schnitz dir eine. Aus einer Kartoffel. Wir richten ein provisorisches Lager. Schon mal Fahrstuhl. Wir sehen uns im 8. Stock. Plaschi, ist das noch nie passiert? Ist dir das an derselben Stelle passiert, Plaschi? Nee, oder? Ja, Immunität ist niedrig, ich weiß. Aber eventuell haben wir oben ein kleines Lämpchen. Zauberpilze esse ich jetzt noch nicht. Zauberpilze gibt's hier nicht. Ah, guck mal hier. Habe ich gewusst, hier ist eine Lampe. Sehr gut, sehr gut. So, wir sind in der 8. Etage. Und jetzt kann die Erklimmung losgehen. Aber müssen wir von außen oder von innen eigentlich? Du stehst drauf, in Dark Zones abzuhängen, oder, Aiden? Was hast du so lange getrieben? Nächstes Mal gehst du. Ich wusste, es war eine scheiße Idee, hierher zu kommen. Ich hab was für dich. Als Dank für das, was du für meine Jungs getan hast. Ich weiß, du hast wirklich versucht, ihnen zu helfen. Was ist das? Ich dachte, du bist weiter als ich, Plaschi. Die GAI hat wichtige Güter mit besonderen RF-Chips markiert. Das könnte noch nützlich sein. Sobald alle Antennen funktionieren, kannst du damit wichtige Container und solches Zeug aufspüren. Weiß Gott, was uns erwartet, wenn wir erst aufs Dach kommen. Aber du bist nicht allein. Du hast all meine Männer bei dir. Und Lieutenant Rowe selbst. Kommst du? Ich habe genug davon, von hinten zu befehlen und meine Leute sterben zu hören. Na, dann los. Wir warten auf Matt. Er bringt den Transmitter und überwacht die Operation von hier. Also hast du Zeit für ein kleines Nickerchen oder für ein großes Geschäft, aber bitte außerhalb des Lagers. Ah, die mache ich auch, Plaschi. Die Mission habe ich bisher alle gemacht, die ich gefunden habe. So, warten Sie auf den Trupp. Warten Sie mit dem Trupp auf Matt.
GRE-Sensor. So, da oben ist die Antenne. Der GRE-Sensor kann zum Entdecken von Hemmstoffen genutzt werden und in GRE-Kisten und an anderen Orten, die da verborgen sind. Um die Reichweite des Sensors zu erhöhen, aktivieren Sie die Funktürme. Okay, alles klar, das machen wir mal.